Hallo, hier ist Kevin von Points Travel Tech. Meilen sammeln im Alltag ist ein zentrales Thema auf meinem Kanal. Doch das Sammeln allein reicht nicht aus. In diesem Video liste ich meine Langstreckenflüge von 2023 auf und erkläre, wie ich für sie bezahlt habe. Ziel ist es, dir ein besseres Verständnis für die notwendigen Meilen zu geben, neue Strategien aufzuzeigen und zu zeigen, dass es möglich ist, Premium-Kabinen zu erleben. Bleib dran, wenn dich das interessiert. Vorab einige Fakten. Ich bin kinderlos verheiratet, arbeite Vollzeit in einem Krankenhaus und reise berufsbedingt höchstens dreimal im Jahr innerhalb Europas in der Economy. 2022 hatten meine Frau und ich den Senatorstatus durch Corona-Hilfen der Lufthansa-Gruppe erworben. Wahrscheinlich das einzige Mal in unserem Leben. Drei Langstreckenreisen von 2023 stehen im Fokus. Jede Reise wurde anders finanziert und bietet damit unterschiedliche Insights. Bis zum Schluss dranbleiben lohnt sich also. Unsere erste Reise ging im Februar nach Thailand. Der Hinflug ging von Wien via London nach Bangkok mit EVA Air in Business Class. Gebucht mit Miles & More Meilen. 71.000 Meilen waren pro Person notwendig und ca. 157,51 € Steuern und Gebühren. Der Rückflug sollte von Bangkok via Doha nach Zürich mit Qatar Airways in First Class gehen. Warum wir nach Zürich geflogen sind, erfährst du, wenn du das Video zum Flug ansiehst. Pro Person haben wir 112.500 Avios und 197,50 € bezahlt. Die Miles & More Meilen sammelte ich im Alltag durch Kreditkarten, Payback und das Miles & More Online Shopping Portal. Ich möchte unterstreichen, dass man mit strategischem Einkaufen schnell wirklich viele Miles & More Meilen sammeln kann. Wie du das Sammeln optimieren kannst, erfährst du, wenn du meinen Kanal abonnierst und meine Videos durchforstest. Der EVA Air Flug wurde 6 Monate vor der Reise gebucht. Warum habe ich nicht den Rückflug auch mit Miles & More Meilen bezahlt? Weil es schlichtweg keine Verfügbarkeiten für einen Rückflug gab. Für die Strecke Bangkok-Wien war zu dem Zeitpunkt einfach nichts zu finden, auch nicht via der Hotline. Ich hätte natürlich Strategien anwenden können, die ich in diesem Video zum Thema Meilen einlösen vorgestellt habe. Ich verlinke es unter dem Like-Button. Aber es sollte dann doch gemütlicher werden. Denn der Riesenvorteil, wenn man Flüge mit Meilen bucht, ist, dass man oft ohne große Einschränkungen One-Way-Flüge buchen kann. Ich habe die österreichische Amex Platinum und einige US-Kreditkarten im Repertoire. Die Punkte, die ich mit diesen Karten sammle, sind zu mehreren Airlines transferierbar, unter anderem zu British Airways oder Qatar Airways. Diese Airlines teilen sich die gleiche Währung namens Avios und diese Avios können kostenlos zwischen einem British Airways und Qatar Airways Konto, das derselben Person gehört, hin und her gesendet werden. Zu unserem Glück war meine Suche nach Rückflügen mit Qatar erfolgreich und das sogar in der seltenen First Class. Sobald ich die passenden Verfügbarkeiten gefunden hatte, habe ich die Kreditkartenpunkte transferiert und die Flüge gebucht. Es ist sehr wichtig, zuerst die Flüge zu finden, denn der Transfer von Punkten zu Meilen ist eine Einbahnstraße und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Was kannst du aus dieser Buchung für dich mitnehmen? Dass man bei Prämienflügen nicht nur in Hin- und Retourflügen denken sollte und dass man nicht unbedingt die Meilen für den Return-Flug braucht, wenn man zum Beispiel auch Amex-Punkte sammelt. Es lassen sich nämlich über bestimmte Wege Miles & More Meilen und Amex-Punkte gleichzeitig sammeln. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schreibe es in die Kommentare. In diesem Fall habe ich ein halbes Jahr vor Abflug gebucht. Du könntest mehr Erfolg haben, wenn du noch weiter in der Zukunft suchst. Meilenflüge sind in der Regel sehr günstig umbuch- und stornierbar. Im Falle von Miles & More sind das 50 € pro Ticket. Das Risiko hält sich also in Grenzen, falls man doch was ändern muss. Und sollten sich bis zum Abflug von der Airline aus Veränderungen ergeben, hast du schnell das Recht auf eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung. Auf zu Reise Nummer 2. Ein Returnflug von Paris via Madrid nach New York JFK in der Business Class von Iberia. Bezahlt haben wir für diese Reise 740 € pro Person. Ein unglaublicher Deal, der nicht einfach nachzuahmen ist. Es war ein sogenannter Aerofare. Irgendwie kam es bei den Oneworld Airlines Iberia, British und American Airlines auf der BA-Seite zu einem Fehler in der Preisstruktur auf Flügen zwischen Paris und Nordamerika.
Solche Fehler werden natürlich schnell aufgedeckt, weil die Buchungen rasant in die Höhe schießen und der falsche Preis wird schnell entfernt. Wenn man es aber schafft, eine Buchung zum Sonderpreis abzuschließen, ist leider nichts garantiert. Die Airlines haben nämlich die Möglichkeit, diese Buchungen zu stornieren oder einem ein Downgrade in die Eco anzubieten. Manchmal, so wie bei uns auch, funktioniert es aber. Wo habe ich von dem Deal gehört? Ich habe den kostenlosen Newsletter von traveldeals.de abonniert und zufällig Zeit gehabt, schnell zu reagieren, als die Eilmeldung in meinem Postfach landete. Wenn 2 Wochen nach der Buchung nichts passiert, stehen die Chancen ganz gut. Buche aber auf jeden Fall keine Hotels oder Anschlussflüge, die du nicht stornieren kannst. In unserem Fall mussten wir natürlich von Wien nach Paris und wieder retour kommen. Das haben wir in der Eco von Austrian Airlines gemacht. Beim Hinflug haben wir über 24 Stunden Aufenthalt in Paris gehabt und haben einen tollen Sommertag in Paris verbracht, bevor es nach New York weiterging. Zur Hinreise nach New York mit Iberia ist das Video bereits online. Der Rückflug kommt auch demnächst. Vergiss also nicht zu abonnieren, um benachrichtigt zu werden, wenn das neue Video online geht. Die dritte und letzte Langstrecke führte uns von Wien nach Chicago und retour. Gebucht haben wir wie folgt. Wir haben 350 Tage vor Abflug ein Economy-Ticket gebucht und anschließend mit Upgrade-Vouchern, die wir durch den Senator-Status bekommen hatten, ein Upgrade durchgeführt. Bevor du jetzt denkst, ich habe keinen Senator-Status, also trifft die folgende Info nicht auf mich zu, dann bist du zu voreilig. Denn viele der Tücken, die ich hatte, treffen auch auf normale Meilen-Upgrades zu. Upgrades werden von vielen Neueinsteigern als die einfache Alternative gesehen, wenn Verfügbarkeiten für Prämienflüge nicht vorhanden sind. Das große Problem von Meilen- und Voucher-Upgrades ist jedoch, dass diese aus einem eigenen Kontingent geschöpft werden. Das bedeutet, wenn du auf der Austrian- oder Lufthansa-Seite Plätze in der Business Class siehst, dass diese Plätze keine Garantie für ein Upgrade darstellen. Diese Plätze werden ausschließlich cash-zahlenden Gästen angeboten. Wenn du Verfügbarkeiten für deinen Flug in der Business Class via der Miles & More Webseite findest, stehen die Chancen gut, aber auch nicht 100%. Dies erklärt jedenfalls, warum wir so früh gebucht haben. Wir wollten beide Strecken mit Austrian direkt von Wien nach Chicago fliegen. Ich fand günstige Eco-Tickets auf austrian.com und Business Class-Verfügbarkeiten für die gleichen Flüge auf milesandmore.com. Ich buchte die Eco-Tickets online und zahlte 508,80 € pro Person. Anschließend rief ich sofort die Hotline an, um meine Voucher einzulösen. Da ich die Verfügbarkeiten selber gefunden hatte, standen meine Chancen sehr gut, dass das Upgrade gleich bestätigt werden würde. In meinem Fall war es auch so. Wenn dies nicht geklappt hätte, hätte ich beim Mitarbeiter das Eco-Ticket sofort kostenlos stornieren lassen. Dies ist nämlich binnen 24 Stunden bei sehr vielen Airlines möglich, wie auch bei Austrian, Lufthansa oder Swiss. Ich habe dazu schon ein Reel auf Instagram veröffentlicht, also hier gleich die Erinnerung, mir auch auf Instagram zu folgen. Die gleiche Strategie kann man auch mit Meilen-Upgrades probieren. Wenn man seine Daten, an denen man fliegen muss, früh weiß, stehen die Chancen am besten, ein Upgrade garantiert zu bekommen. Upgrades bleiben ein kompliziertes Thema und ich werde in naher Zukunft ein eigenes Video nur zu Upgrades machen. Vielleicht ist es zum Zeitpunkt, wo du dieses Video siehst, bereits online. Am besten meinen Kanal abonnieren und nachsehen. Einen der vielen Nachteile von Upgrades, den wir erlebt haben, möchte ich dir zum Abschluss auf den Weg geben. Unser Rückflug, der zuerst nonstop von Chicago nach Wien gehen sollte, wurde gestrichen. Wir mussten auf einen Rückflug mit Zwischenstopp umbuchen. Das Komplizierte war, dass wir den Prozess des Verfügbarkeit für Upgrades finden wieder durchlaufen mussten. Wir erhielten also jeweils 2 unserer Voucher zurück, wurden für den Rückflug Chicago-München, München-Wien in Economy umgebucht und hatten das Glück, dass das Upgrade wieder mit den Vouchern durchging. Der Nachteil? Nur der Flug von Chicago nach München war in Business Class. Die Kurzstrecke nach Wien war in Economy. Hätten wir zu dem Zeitpunkt keinen Status gehabt, hätten wir in München auch nicht in die Lounge gehen können, wo schlussendlich eine sehr erfrischende Dusche auf uns gewartet hat. Alles kein Riesendrama, aber auf jeden Fall etwas, was man im Kopf behalten sollte, wenn man sich tatsächlich für ein Upgrade entscheidet.
In Summe haben wir 2023 pro Person 1603,81 € bezahlt und hatten insgesamt auf der Langstrecke 6 Business-Class-Flüge und einen First-Class-Flug. Ein Ergebnis, das mir beweist, dass sich mein Aufwand lohnt. Ich hoffe, dass dieses Video dich dazu motiviert, beim Sammeln und Einlösen am Ball zu bleiben und dich eventuell inspiriert hat. Fragen kannst du in die Kommentare posten oder mir via Instagram schreiben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.